So. Die Berliner Rentnerin Eva Bugenhagen zeigt uns das Haus, in dem sie wohnt. Eine Baustelle. Ja, überall so hohe Kabel. Fahrstück geht sowieso nicht, obwohl eine eingebaut worden ist. Hier ist auch wieder ein schönes Bild. Aber wenn man jetzt sich umguckt, das sieht aus, Entschuldigung, wie ein Saustall. Baustellenlärm, Dreck und Schäden seit Jahren. Eva Bugenhagen und die anderen im Haus sprechen von einer teuren Luxussanierung und einer unerträglichen Situation. Sie weigerten sich, die volle Miete zu bezahlen. Der Vermieter sah das nicht so und kündigte. Alle bekamen eine Räumungsklage. Da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen, weil ich wohne ja nun schon über 50 Jahre. Zwei Stockwerke höher, wir lassen uns nicht Luxus sanieren. Das haben die Chaparras aufgehängt. Sie bekamen die gleiche Räumungsklage wie Eva Bugenhagen und alle anderen im Haus. Naja, dann bricht diese ganze Welt zusammen. Man ist der ganz normale, brave Mieter, brave Bürger. Man bezahlt seine Miete, man hat einen Dauermietvertrag zur Hand und man denkt, man hat auch gewisse Rechte. Der Prozess gegen die Mieter dauerte monatelang. Die Richter besichtigten sogar die Baustelle zur Beweisaufnahme. Dann das ersehnte Urteil. Alle im Haus bekamen Recht. Niemand musste ausziehen, die Zwangsräumung war abgewendet. Doch morgen tritt ein neues Mietrecht in Kraft. Das macht Zwangsräumungen leichter. Bisher konnte der Mieter so lange in der Wohnung bleiben, bis das Gericht ein Urteil fällt. Ab morgen müssen Vermieter nicht mehr so lange warten. Der Vermieter kann dann einfach per Gericht eine einstweilige Verfügung beantragen. Eine Schnellentscheidung nach Aktenlage. Es kann also passieren, dass der Mieter auf die Straße gesetzt wird, noch bevor es überhaupt zu einer Verhandlung kommt. Im Bundestagsrechtsausschuss gab es eine Anhörung zu dem Gesetz. Fast alle geladenen Sachverständigen waren dagegen. Zwei von ihnen haben wir nach ihrer Kritik befragt. Richter Ulf Börstinghaus, ein Mietrechtsspezialist, hier mit Jura-Doktoranden. Professor Markus Arz, Lehrstuhlinhaber an der Universität Bielefeld. Das halte ich für rechtsstaatlich sehr problematisch, weil damit Fakten geschaffen werden und der Mieter, obwohl es noch kein endgültiges Urteil gibt, zunächst einmal aus der Wohnung raus ist und seine Wohnung so verliert. Der Mieter, der im Räumungsverfahren dann die Wohnung verloren hat, der wird in seine Wohnung im Zweifel nie wieder zurückkommen, weil der Vermieter die Wohnung an einen anderen vermietet hat. Ich meine, ein solches Gesetz kann man nicht so machen. Es ist rechtsstaatlich sehr problematisch und hochbedenklich. Ich hätte so ein Gesetz nicht unterschrieben, nein. Aber es waren eben nicht alle dagegen. Die Lobby der Vermieter war dafür. Haus und Grund, der mächtige Eigentümerverband, hatte sich dafür stark gemacht. In der Haus und Grund Zeitschrift heißt es, das Gesetz gehe auf die eigene, erfolgreiche Lobbyarbeit zurück. Stolz vermeldet Haus und Grund, wenn es so beschlossen wird, ist es unser Gesetz, sagte Warnecke. Und er ist der stellvertretende Generalsekretär des Verbands. Ihn besuchen wir. An das Zitat kann er sich nicht erinnern. Wir zeigen ihm den Artikel. Im zweiten Teil seiner Ausführung machte Warnecke deutlich, dass der vorliegende Entwurf des Mietrechtsreformgesetzes auf die erfolgreiche Lobbyarbeit von Haus und Grund Deutschland zurückkehre. Zitat: Wenn es so beschlossen wird, ist es unser Gesetz, sagte Warnecke. Also das Zitat, ich sehe es jetzt da, das ist tatsächlich abgedruckt, aber ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Aber Sie würden sich jetzt nicht distanzieren davon, oder? Ja, was heißt distanzieren davon? Also es ist nicht unser Gesetz, aber es ist ein Gesetz, also nehme ich an, dass ich das, wenn überhaupt was in der Richtung gesagt habe, es ist ein Gesetz, mit dem wir gut leben können. Das ist eine herzlich willkommene Waffe im Hand von den Vermietern. Er kann sich ersparen, Amtsgericht, er kann sich ersparen, Landgericht. Ab morgen kann es Zwangsräumungen geben, angeordnet im Eilverfahren. Ganz im Sinne von Haus und Grund. Nur nach Aktenlage, ohne Beweisaufnahme. Das halte ich für eine verfassungskonforme Lösung. Wenn die Mieter jetzt so ohne großen Brimborium rausgesetzt werden können, das steht man auf der Straße. Wie es zu dem Gesetz kam, dazu lehnt das Justizministerium ein Interview ab. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, der Mieter könne ja Widerspruch einlegen. Nur, der hat keine aufschiebende Wirkung.
Die Zwangsräumung kann so nicht mehr verhindert werden. Dieses Gesetz ist Interessenrecht. Das ist genauso wie Hotelsteuer oder wie Steuerabkommen. Da sind Interessen dahinter. Und so ist dieses Gesetz auch zustande gekommen.